Es ist Spargelzeit und ihr habt Bock auf Spargel mit Soße Hollandaise? Ich zeige euch heute die einfachste Variante, die es gibt, nämlich die Blitz-Hollandaise. Wir starten mit der Butter. Das ist eigentlich auch optimal. Da hat man schon alles am Start, was man braucht. Einfach ein Stück Butter. Und jetzt kommen ca. 180 Gramm in den Topf. Jetzt kümmern wir uns in der Zwischenzeit um die Eier. Das Eigelb kommt dann in das hohe Gefäß. Dazu direkt kommt Zitronensaft. Dann haben wir hier den Weißwein, trockenen Weißwein. So eine Messerspitze Cayennepfeffer und Salz und Pfeffer. So, dann gehen wir einmal rein mit dem Mixstab und einmal kurz das Ganze anmixen. So, und jetzt kommt schon die Butter dazu. Und schon ist die Blitz-Hollandaise fertig. Jetzt schauen wir uns mal die Konsistenz an. Ja. Hier eine richtig schöne, luftige, cremige Sauce Hollandaise. Wenn ihr sie dicker mögt, dann gebt ihr einfach ein bisschen mehr Butter rein. Und zack, zack, ist sie fertig und trotzdem super lecker.